Abonnieren Sie meinen YouTube-Kanal, damit Sie kein Video verpassen. Aktivieren Sie die Glocke. Mein Name ist Konstantin der Erste, aber jeder kennt mich als den großen Konstantin. Ich wurde am 22. Februar 272 geboren. An den Geburtsort erinnere ich mich auch nicht, weil ich damals noch sehr jung war. Aber ich erinnere mich, wo ich gestorben bin. Wie auch immer, ich sage es zuletzt. Ich bin der erste römische Kaiser, der das Christentum angenommen hat, der Gründer der Stadt Konstantinopel und des Oströmischen Reiches. Ich bin verheiratet und habe 6 Kinder. Ich starb am 22. Mai 337 in Istanbul. Aber niemand weiß, wo mein Grab ist. Mein Name ist Agatha Christie. Ich wurde am 15. September 1890 in England geboren. Ich bin Schriftstellerin, Kurzgeschichtenschreiberin und Dichterin von Beruf. Ich bin einer der wichtigsten Namen in der Kriminalliteratur und der Schöpfer der Detektivfigur Hercule Poirot. Unter dem Pseudonym Mary Westmacott habe ich auch Liebesromane geschrieben. Meinen wahren Ruhm verdanke ich jedoch den 80 Kriminalromanen, die ich geschrieben habe, und den Theaterstücken, die in den Theatern des West End aufgeführt wurden. Ich bin verheiratet und habe ein Kind. Ich starb am 12. Januar 1976 im Alter von 85 Jahren in England. Mein Grab ist immer noch in England und ich warte auf Ihren Besuch. Mein Name ist Drei, Alexander, aber jeder kennt mich als Alexander den Großen. Ich wurde am 20. Juli 356 vor Christus in Mazedonien geboren. Ich habe das große makedonische Königreich gegründet. Unsere Länder, Asien, Afrika und Europa erstrecken sich über eine weite Geografie. Ich bin verheiratet und habe ein Kind. Ich starb am 11. Juni 323 vor Christus im Alter von 32 Jahren. Als ich starb, befand ich mich auf mesopotamischem Gebiet. Der Verbleib meines Grabes ist jedoch unbekannt. Mein Name ist Kleopatra. Ich bin die letzte hellenistische Königin des alten Ägypten. Viel ist über mich geschrieben und gesagt worden. Einige davon sind wahr, aber leider bestehen einige davon aus völlig falschen Informationen. Ich wurde im Januar 69 vor Christus geboren. Ich bin verheiratet und habe 5 Kinder. Ich starb am 12. August 30 vor Christus im Alter von 39 Jahren in Alexandria.